Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Kari antwortet. Wir sind heute an der Nordsee, genau genommen auf der Nordseeinsel Sylt. Nächste Woche werden wir sogar eine Episode für euch über diese Inseln machen und was die Leute hier eigentlich machen, werdet ihr darin erfahren. Nun aber zunächst zu euren Fragen. Ihr habt uns wieder unglaublich viele Fragen geschickt und hier sind die Antworten. Unsere erste Frage kommt von Daniel Schweitzer. Daniel schreibt, ich würde gerne wissen, ob Deutsche ihre Sprache mögen. Ich habe ein paar Mal versucht, mich mit Deutschen auf Deutsch zu unterhalten im Ausland. Aber wenn sie merken, dass ich auch Englisch reden kann, sagen sie mir, dass sie lieber Englisch reden, weil es leichter ist. Ist das normal? Ja und nein. Es ist schon normal, diese Reaktion, aber es heißt nicht unbedingt, dass Deutsche ihre Sprache nicht mögen. Im Gegenteil kann es verschiedene Gründe haben. Es kann zum Beispiel sein, dass sich die Deutschen freuen, selber Englisch zu üben, wenn sie mit dir sprechen. Es kann auch sein, dass sie selber gerade im Urlaubsmodus sind und wenn sie einmal Englisch sprechen, ist es für sie auch leicht, Englisch weiterzusprechen, warum nicht? Oder sie möchten sie dir einfach einen Gefallen tun und möchten es einfach machen und sie denken vielleicht selber, dass es einfacher ist. Denn nur weil man eine deutsche Sprache muttersprachlich spricht, heißt es ja nicht unbedingt, dass es einfach ist, sich in der Sprache zu unterhalten. Im Gegenteil, wenn Englisch für euch beide die Fremdsprache ist, kann es einfacher sein, weil ihr beide ungefähr den gleichen Wortschatz habt. Wenn du also jemanden triffst und du möchtest mit jemandem unbedingt Deutsch sprechen, dann sag es ihm einfach. Sag einfach, hey, bitte antworte mir doch auf Deutsch oder sprich mit mir Deutsch, weil ich möchte Deutsch üben und jeder Deutsche wird das verstehen und super gerne mit dir Deutsch sprechen. Ja, jetzt ist gerade mein Papa vorbeigekommen. Zufällig. Der wollte auch eine Frage beantworten. Und zwar schreibt uns 83 Fitch, hallo Kari, könntest du bitte die Wörter Öl, Köln und 12 aussprechen. Meine Zunge will das Ö nicht mit dem L und R sagen. Vielen Dank. Und das soll ich jetzt beantworten? Ja, das ist doch eine Frage, die du beantworten kannst. Ich habe die Frage überhaupt nicht verstanden. Du sollst das nur aussprechen. Öl. Öl. Köln. Köln. 12. 12. Ja, das war's schon. Das war's schon? Ja. Ja, Gott sei Dank. Ja, Papa. Unsere Zuschauer wollen bestimmt wissen, warum du so aussiehst hier. Ja, wir sind hier auf Sylt. Es ist sehr windig hier, es ist sehr kalt hier. Ja. Und ich mache hier Modellflug an der Seekante im Hangaufwind. Und da muss man entsprechend gekleidet sein. Ja. Der Kopf muss sicher sein, die Brille muss festsitzen, die Sonne darf nicht blenden. Wir haben hier Windstärke 5 bis 6. Ja. Da geht schon was ab. Da muss man schon gerüstet sein. Nicht schlecht. Das seht ihr dann in der nächsten Episode. Easy German Nummer 102 von Sylt. Bryce Ashton Shockley schreibt, Hallöchen Kari, Hallöchen Bryce. Ich möchte wissen, ob ihr eine Episode machen könnt, in der ihr erklären würdet, wie man nach Deutschland ziehen könnte. Ich wohne momentan in den USA bzw. in Houston, Texas und ich habe gefunden, dass der Prozess leider schwierig ist. Verbessere mich, wenn ich einen Fehler mache. Habe ich schon. Ja, Bryce, das ist natürlich ein sehr weites Feld. Wie will man nach Deutschland ziehen? Ne? Wie kommt man überhaupt hier hin? Mit dem Flugzeug oder mit dem Schiff? Wo willst du in Deutschland wohnen? Was willst du in Deutschland machen? Brauchst du ein Visum? Brauchst du kein Visum? Möchtest du arbeiten? Möchtest du studieren? In welcher Stadt möchtest du wohnen? Es gibt so viele Fragen zum Thema nach Deutschland ziehen. Deswegen haben wir uns überlegt, dass wir dazu gleich eine eigene Episode machen möchten. Das heißt, für die nächste Woche, ihr könnt uns jetzt hier in diese Kommentare eure Fragen schicken zum Thema in Deutschland wohnen, nach Deutschland ziehen. Schreibt sie mal unten rein und dann werden wir eine extra Episode dazu nächste Woche aufnehmen. Anas Kabbalan schreibt, hallo, mein Name ist Kabbalan, ich habe Probleme. Ich bin hier in Deutschland seit 4 Monaten. Ich habe Deutsch gelernt, aber ich kann nicht mit Menschen sprechen. Bitte, ich will einige Tipps mit freundlichen Grüßen. Ja, Kabbalan, da ist natürlich auch die Frage, was ist das Problem? Das müssen wir ja erstmal analysieren. Kannst du nicht mit Menschen sprechen, weil du schüchtern bist? Oder kannst du nicht mit Menschen sprechen, weil dein Deutsch noch nicht gut genug ist? Oder kannst du nicht mit Menschen sprechen, weil die Menschen dir nicht antworten? Schreib uns doch nochmal, wir geben dir sehr gerne Tipps. Natürlich generell hilft viel Kontakt mit der deutschen Sprache, viel Easy German Videos gucken, Bücher lesen, Fernsehen schauen. Und um zu sprechen, muss man natürlich möglichst in Kontakt kommen. Das geht in der Schule gut, das geht aber auch zum Beispiel bei Hobbys sehr gut. Wenn man im Fußballverein spielt, wenn man in den, was machen Deutsche noch, Schachclub geht, ich weiß es nicht. Guck mal, was es so für Gruppen gibt. Es gibt ganz verschiedene, auch Meetup-Gruppen zum Beispiel. Und dann musst du vielleicht einfach Menschen finden, mit denen du dich über deine Hobbys unterhalten kannst. Ja, Izzy, zufällig auch hier, meine liebe Schwester Izzy. Izzy, du bist ja jetzt berühmt geworden im Video
How Beautiful German Sounds. Und das Ding ist plötzlich viral gegangen. Hunderttausende von Menschen haben es schon gesehen. Du warst schon im Daily Mirror in England, du warst schon in Mazedonien. Ich war im Daily Mirror. Überall ist Easy. Du bist umgereist. Was passiert denn so, Easy? Bist du schon angesprochen worden auf deine neue Berühmtheit? Ich warte auf Angebot. Ja, danke auf jeden Fall für all eure Views. Das war ein sehr witziges Video, was natürlich auch ein Spaß war. Einige von euch haben das nicht verstanden, dass es nur eine Parodie auf die Parodie ist. Guckt es euch trotzdem nochmal an. Wir freuen uns auf eure Kommentare. Unser Freund Gustavo schreibt uns: Liebe Kari, liebes Easy German Team, wann kommt ihr mal nach München? Übrigens, Kari antwortet es einfach super. Danke, Gustavo. Wir kommen tatsächlich hoffentlich bald. Wir planen, dieses Jahr zum Oktoberfest zu kommen. Das heißt, wir kommen bald nach München. Dann können wir uns ja vielleicht mal treffen dort. Ein Hinweis an dich und auch an alle anderen. Einige von euch haben es nicht aktiviert, dass man ihnen antworten kann. Ihr seht das, wenn ihr in den Kommentaren schreibt, kann ich euch nicht direkt antworten, was sehr schade ist, denn manchen Leuten würde ich gerne schnell zurückschreiben. Ihr müsst in eurem YouTube-Account aktivieren, dass man eure Kommentare beantworten kann. Ansonsten können wir euch leider nicht direkt antworten auf eure Kommentare. Zu unserer neuesten Folge Easy German 100, wo wir zum Jubiläum die Menschen auf der Straße gefragt haben: Hallo, wie geht es dir? Hat uns Christian geschrieben. Christian TBFH schreibt: I'm afraid I will get no friends in Germany. They don't like to talk much. I thought it was just a rumor, but it seems to be true. Ja, Christian, traurig, aber wahr. So ist es. Die Deutschen reden nicht gerne. Die Deutschen sind keine Meister des Smalltalks. Die Deutschen hassen es sogar manchmal richtig, wenn Fremde sie ansprechen. Woher das kommt, weiß ich auch nicht, aber ist es tatsächlich ein wenig Teil der deutschen Kultur. Ist es in Deutschland auch ein bisschen unterschiedlich? Die Norddeutschen sind generell ein bisschen brummeliger und verschlossener. Die Ostdeutschen, sagt man, und die Berliner, die sind am unfreundlichsten von ganz Deutschland. Bei den Süddeutschen ist es schon ein bisschen besser, da geht man schon mal auf die Straße und sagt: Hallo, wie geht's dir? Mir ist das Ganze erst aufgefallen, nachdem ich selber mal im Ausland war und auch auf anderen Kontinenten war, in Afrika oder in Asien. Dort spricht man auf der Straße. Völlig normal ist es, dass man mit Leuten auf der Straße redet, auch in den USA. In Deutschland leider nicht. Man muss sich ein bisschen darauf einstellen, dass die Deutschen so ein bisschen komisch ticken. Also wenn ihr Leute ansprecht in Deutschland, ich habe das schon von Menschen gehört, die nach Deutschland gekommen sind und sich hier sehr fremd gefühlt haben und dachten, warum sind die Menschen so unfreundlich? Es liegt nicht an euch, das kann ich euch sagen, sondern es liegt an den Deutschen. Leider reden sie manchmal nicht so viel. Lasst euch davon nicht abbringen, versucht es trotzdem weiter, denn es gibt genug nette Deutsche, die euch antworten werden. Eine Frage von Facebook mit einem sehr schwierigen Namen. Xuyale Wadi oder Huyale Wadi schreibt uns: Was bedeutet duzen? Im Deutschen gibt es zwei verschiedene Formen, Menschen zu adressieren. Es gibt im Englischen gibt es zum Beispiel nur you, in anderen Sprachen gibt es das auch. Also das heißt, im Deutschen gibt es eine förmliche und eine unförmliche Form. Man sagt du. Kannst du mir mal helfen? Zu Leuten, die man kennt, oder auch zu Leuten, die das gleiche Alter haben oder jünger sind. Siezen ist die Respektform. Das heißt, das sagt man zu Menschen, die man nicht kennt und vor allem auch zu Menschen, die älter sind. Interessant ist aber, dass es auch sehr unterschiedlich ist, regional und auch ein bisschen von den sozialen Schichten unterschiedlich ist. Es gibt Menschen, die sehr viel sie benutzen, auch mit Menschen, zum Beispiel Nachbarn, die sie schon sehr lange kennen. Und es gibt Menschen, die jeden sofort duzen. Auch in Firmen kann die Firmenkultur sehr unterschiedlich sein. Es gibt Firmen, wo alle sich immer duzen. Es gibt Firmen, wo es sehr förmlich ist und man auch nach 5 Jahren sich noch sieht, auch auf der gleichen Ebene. Guckt euch einfach mal um, wenn ihr in Deutschland seid. Das ist eine Sache, die sehr schwierig ist, rauszufinden. Und das könnt ihr aber auch mit unseren Videos lernen, indem ihr manchmal beobachtet, wie sprechen wir jemand auf der Straße an? Duzen wir oder siezen wir? Flatulent Celebration schreibt: Bitte die Transkription nicht entfernen. Ich weiß nicht, was die anderen sagen würden, aber für mich sind die Transkriptionen völlig nützlich und sehr hilfreich. Das können wir uns gut vorstellen, dass sie sehr nützlich sind. Für uns ist es allerdings auch sehr viel Arbeit. Deswegen haben wir ein bisschen geguckt, machen wir es nicht. Und dann haben wir die Statistiken gesehen, weniger als 5% von euch haben diese Transkription tatsächlich aufgerufen. Und da es für uns sehr viel Arbeit ist, haben wir gesagt, okay,
wir lassen sie jetzt weg, weil es nimmt uns auch so ein bisschen die Energie, einmal schnell ein Video zu machen, weil durch die Transkription dauert es einfach sehr viel länger. Was wir euch allerdings anbieten möchten, vielleicht gibt es ja jemanden da draußen, der uns helfen möchte. Vielleicht jemand von euch, der schon sehr gut Deutsch spricht oder sogar muttersprachlich Deutsch spricht. Wenn ihr uns helfen könntet dabei, würden wir uns super freuen. Vielleicht können wir es aber auch einfach so machen, dass ihr weiterhin eure Fragen einfach schreibt, wenn ihr was nicht versteht und wir das dann für euch erklären. In dem Fall fragen wir einfach euch, vielleicht gibt es Hilfe in der Community. Wir möchten es sehr gerne anbieten, aber es nimmt manchmal ein bisschen sehr viel Zeit für uns weg. Dankeschön, liebe Leute. Das war es auch schon mit unserer Episode. Als nächstes werden wir jetzt die Anmoderation machen für unsere Sylt-Episode von Easy German. Das seht ihr dann übernächste Woche am Sonntag. Zuletzt möchten wir nochmal einem von euch danken, nämlich Jeff Maludi. Jeff, du bist einer unserer Patreons. Du bist einer von den Leuten, die unser Projekt unterstützen. Danke dir dafür und wir freuen uns super für jeden von euch, der uns unterstützen möchte. Ihr findet den Link hier unten drunter. Danke für euch, danke für eure ganzen Fragen. Schickt uns mehr und wie gesagt, nächste Woche geht es um das Thema nach Deutschland ziehen und in Deutschland wohnen. Schickt uns eure Fragen hier in die Kommentare. Wir freuen uns auf die Fragen. Ciao und bis zum nächsten Mal. Kari, könntest du bitte in der nächsten Folge das Wort fürchten aussprechen? Das ist mir unmöglich auszusprechen. Fürchten. Fürchten. Ich fürchte, du fürchtest, er fürchtet, wir fürchten, ihr fürchtet, sie fürchten sich.